Ja, hallo Freunde, es ist wieder Donnerstag, Kassel Trader Zeit und heute mal ein ganz spannendes Thema. Wir gehen nämlich mal eine Risikokennzahl durch, die sich da nennt Risk of Ruin. Und mit Sicherheit kennen die sehr viele von euch gar nicht. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie schnell euch euer Depot oder ein Teil eures Depots um die Ohren fliegen kann, wenn die Positionsgröße einfach viel zu groß gewählt ist oder selbst wenn sie nur 1% ist. Das geht nämlich ratzifatz und wir klären das gleich mal auf und ich hoffe, ihr schaut euch dann danach die Kennzahl mal an. Die müsst ihr euch nicht jedes Mal geben, wenn ihr irgendwas handeln wollt, aber es ist nicht schlecht, um mal wirklich zu verstehen, oh, Positionsgröße und Risiko ist einfach alles im Trading oder an der Börse allgemein. Und ich hau kurz den Disclaimer rein und dann geben wir direkt Gas und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So, dann können wir ja jetzt mal anfangen. Ich hoffe, das haut alles hin. Ich habe ein bisschen an meinem Einstellungen und PowerPoint-Sachen hier rumgespielt. Naja, wird schon werden. Also, Thema des Tages: Risk of Ruin. Eine wichtige Risikokennzahl, die dir die Augen über deine Positionsgrößen öffnet. Da schauen wir doch jetzt mal, was da passiert, ne? Das wird viel zu selten genutzt, glaube ich, von manchen Leuten. Oder von fast allen, glaube ich. Aber das sollte man sich echt mal angucken, was hier so abgeht. Also mal kurz zur Einleitung. Was ist das Risk of Ruin? Mit Hilfe des sogenannten Risk of Ruin bestimmt man basierend auf den Performance-Daten seiner Strategien, ja, oder des Depots, wie hoch bei unterschiedlichen Positionsgrößen das Pleiterisiko für das eigene Trading-Depot ist. Jetzt muss ich auch mein Stiftchen holen hier. Ich habe jetzt einen anderen heute. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Ja, geht. Das Risk of Ruin hilft dabei, sich selbst zu sensibilisieren. Ganz wichtig. Und nicht zu große Positionen einzugehen. Auch ganz wichtig. Welche speziell im Optionshandel oftmals ohne groß nachzudenken. Doppelt unterstrichen müsste man fast. Warum ist denn das Ding so groß hier? Ein bisschen kleiner machen. Ach, jetzt ist es weg, wie schön. Ohne groß nachzudenken eingegangen werden und im Crashfall schnell zum Tod des Kontos führen können. Kennen wir ja alle, ne? Speziell, wenn die Konten nicht so groß sind, dann geht man halt mal schneller mal. Ja, eine vielleicht ein bisschen zu große Größe ein, Positionsgröße ein und dann setzt der Markt zurück. Können wir ja aktuell ein Lied von singen und dann bums, passiert's Theater, ne? Also, wichtig im Optionshandel. Wir haben zwar beispielsweise unser Delta, um eine Wahrscheinlichkeit als Optionsverkäufer zu haben, dass eine Option am Ende der Laufzeit out of the money ist, also zu unseren Gunsten ausläuft, ja, dasselbe. Aber jeder wird es schon am eigenen Leib erfahren haben, dass man auch mit Delta 16 statt der rechnerischen 84% Gewinnchance auf einmal beispielsweise doch dann vielleicht mal nur 30% Trefferquote oder weniger über Zeitraum XY erreicht. Ist ja aktuell der Markt prädestiniert dafür, würde ich sagen, schon eigentlich schon fast seit Januar durchgängig mehr oder weniger mit ein paar Zwischenrallyes. Aber ja, die 84% hier, die könnt ihr ja euch oftmals an die Backe schmieren momentan, ne? Wieso ist denn mein Stift eigentlich jedes Mal wieder weg? Also das taucht schon mal nix hier, was ich hier habe, das Ding. Aber ne, ist egal. Das halten wir jetzt durch das eine Video. Ja. Alleine der Januar 2022 dürfte da so einige Erinnerungen wecken. Ja, beziehungsweise aktuell der März 2022 wegen diesem blöden Krieg jetzt momentan ist ja das totale Chaos. Ja, durch das Überhebeln von Positionsgrößen passieren wahrscheinlich die allermeisten Kontovernichtungen im Optionshandel. Könnt wahrscheinlich einige bestätigen, ne, die vielleicht mal das ein oder andere kleine Konto noch kleiner gekriegt haben. Ja, und merke, je kleiner das Konto, desto größer sind die Schwankungen, da zumeist die Positionen größer gewählt werden müssen. Ein 100%, und jetzt kommt's. Ein 100% Risk of Ruin von beispielsweise 10% bedeutet, dass man ein Konto oder dass man, was habe ich dann hier, französische Schreibweise, dass man ein Konto von 10 Konten definitiv erdet. Wenn man aber nur ein Konto hat, dann Scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja,
Also ein 100% Risk auf Ruin bedeutet einfach Konto auf Null. Und die Chance, ja, die Wahrscheinlichkeit, wenn die 10% bedeutet, 10% ist, dann bedeutet das, dass man halt eins von 10 Konten schrottet, ne? Gut, ich denke mal, das ist soweit jetzt alles nicht so schwierig. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier weiterkomme. Einmal hier dran drehen. Ah, okay. Stiftchen wieder reinladen. Wie berechnet sich das Risk of Ruin? Formel für Excel und kostenlose webbasierte Kalkulatoren. Ja, für die Excel-Freunde gibt es mehrere Formeln im Internet. Eine davon ist zum Beispiel hier diese. Die könnt ihr euch ja hier mal irgendwie abschreiben oder in Excel reinbauen. Dabei ist dann A die Trefferquote als 0, XY-Zahl. U ist das Risiko oder der Einsatz pro Trade. Und hier mal eine kleine Erklärung bei einer Trefferquote zum Beispiel von 60%, was dann halt 0,6 oder 0,6 ist, je nachdem, wie euer Excel eingestellt ist, einer Kontogröße von 10.000 Euro und einem Einsatz pro Trade von 1.000 Euro, dann läge das Risiko des 100% Ruins bei 9,53%. Absolut tödlich. Über kurz oder lang würde das ja so eintreffen. Aber gut, wenn wir jetzt ein 10.000er Konto haben und 1.000 Euro Risiko, dann hätten wir ja 10% Risiko gefahren. Macht ja kein normaler Mensch. Oder vielleicht schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre dann der 100% Ruin deines Kontos bei 9,53. Man versucht beim Risk of Ruin irgendwo am besten im Bereich von 0,12345% zu kommen. Oder eine ganz niedrige 0,1 oder irgendwas. Weil, wie gesagt, Gesetz der großen Zahlen, die Wahrscheinlichkeit nach hinten hin wird immer größer, dass ihr irgendwann den Ruin dann halt auch habt, ne? Bei 50 Trades oder so ist es noch nicht so dramatisch statistisch. Wenn ihr aber 5.000 gemacht habt und habt dann irgendwie 9%, ja, dann wisst ihr Bescheid, dass das Ding irgendwann definitiv mal zuschlägt, ne? Aber, also für die, die jetzt kein Excel machen wollen, ich mache es ja auch nicht damit jetzt ungefähr. Ich hab mir mal eine Tabelle gebaut, ich kann die euch auch geben. Aber ich nutze es lieber im Internet, da kann ich das ist irgendwie schöner, da kannst du auch mehr machen. Und auf der Seite hier, cashbacksforex.com, könnt ihr euch kostenlos den Kalkulator, ja, den könnt ihr da einfach nutzen, ne? So, jetzt müssen wir wieder hier weiterkommen. Einmal hier drauf und jetzt hier hin. So, jetzt spielen wir. Jetzt mal wieder meinen Stift holen. Ach, das ist aber kompliziert hier mit dem Ding. Naja, Versuch macht klug. Spielen wir einmal einen simplen Short Put über 200 oder mehr Trades durch. Gesetz der großen Zahlen, immer ganz wichtig beim Trading. Starten tun wir mit satten 75% Trefferquote in ruhigen, guten Börsenzeiten. Wir haben wir wahrscheinlich alle irgendwie auch mal eine Weile hingekriegt nach dem Corona-Crash, wo es ja nur noch nach oben ging und alle dachten, Mensch, Optionen ist das simpelste Geschäft der Welt. Es ist zwar trotzdem das Profitabelste, finde ich nach wie vor. Oder den meisten liegt es wahrscheinlich auch vielleicht besser als direktionales Trading. Aber wie gesagt, die 75% sind halt in guten Zeiten durchaus gut machbar, wenn es nach oben geht. Aber das sieht dann auch, wenn es mal nicht mehr nach oben geht, schon wieder anders aus. Ne? So, die Kontogröße ist rechnerisch beim Risk of Ruin eigentlich egal. Wir nehmen aber jetzt mal 10.000 US-Dollar an. Also es ist halt einfacher, das alles ein bisschen darzustellen. So, wir nehmen 1% Risiko pro Trade an. Wir traden mit der 200%-Regel, weil bei kleineren Konten brauchen wir halt eine feste Regel. Da können wir halt nicht irgendwie rollen auf 1, 2, 3, 4, 5 Kontrakte. Wie ich es jetzt zum Beispiel in dem großen Konto mache, in dem kleinen kann ich es auch nicht machen. Ich habe ja auch noch einen IB-Konto, das ist übrigens eingefroren, weil ich jetzt gefragt wurde. Handle ich da nicht? Doch, ich habe da noch einen ARK drin, der unter Wasser ist. Den rolle ich schon seit Weihnachten vor mir her. Ich mache da aber ehrlich gesagt momentan nichts. Ich bin auch nur, was habe ich denn für eine Cushion hier? Ich habe umgerechnet nur 14% Margin laufen. Eigentlich habe ich gar keine Margin laufen, aber das wird mir halt angezeigt. Und bin also extremst defensiv. Kümmere mich aber auch gerade um viele andere Sachen und nicht ums Traden. Aber ist wieder ein anderes Thema. Kam ja im letzten Video schon so ein bisschen ganz am Ende, worum es bei mir momentan mehr geht und Ladenschließung und so weiter. Auf jeden Fall, wir nehmen 200% Regel an und bei 80% nehmen wir den Take Profit mit.
Das bedeutet, wir dürfen nur 100 US-Dollar verlieren. 1%, ne? Auf 10.000 sind 100. Dadurch dürfen wir natürlich auch nur 50 US-Dollar Prämie einnehmen. Ja, warum jetzt 50? Ja, ganz einfach, wenn ich 200%-Regel habe, darf ich nur 50 einnehmen, 2 mal 50 sind 100 und schon habe ich meine 1% wieder, die ich verlieren darf. Unser Payout-Profil beträgt normalerweise 0,5. Das rechnet sich 100 Gewinn durch 200 Verlust, sind 0,5. Aber jetzt Obacht, wir haben ja 80% Take-Profit oder da setzen wir unser Buyback-Limit, also Rückkauf-Limit. Und demnach haben wir dann nur noch eine Payout-Quote von 1 zu 4, also, sprich als Dezimalzahl von 0,4, weil wir jetzt noch 80 Gewinn durch 200 Verlust rechnen. Gleich vorweg. Die Wahrscheinlichkeit, dein Konto zu verlieren oder zu halbieren, liegt hier rechnerisch bei 0. Das habe ich schon mal ausgerechnet. Und bevor wir da jetzt ewig hier Zeit verplempern, braucht ihr also keine Angst haben. Bei 75% und 0,4er Payout, alles super. Wenn das für immer so wäre, dann hättet ihr die eierlegende Wollmilchsau und könnt in Rente gehen. Aber so einfach ist es natürlich dann doch wieder nicht. Weil, jetzt machen wir mal ein anderes Beispiel. Wieder Stiftchen hier. Was passiert denn, wenn der Markt so läuft, wie er aktuell läuft? Januar, Februar, März 2022. Ich hoffe nicht, dass es das jetzt bis Oktober, November, Dezember so weitergeht. Dann kriege ich nämlich auch ein leichtes Horn. Aber naja, wir hoffen das Beste. Also, wir nehmen mal an, dass die Trefferquote jetzt auf 50% fällt. Ist ja immer noch, naja, gut ist es jetzt nicht, ne? Aber es ist ja auch noch kein absolutes Drama eigentlich. Wir weiterhin nur 1% Risiko pro Trade nutzen. Traden tun wir weiterhin mit der 200%-Regel und weiterhin auch bei 80% nehmen wir unseren Gewinn mit. Das Payout liegt ebenfalls bei 0,4. Wie gesagt, 80 Take Profit, 200 Loss, 80 durch 200 sind 0,4. Aber Achtung, häufiger Ausrufezeichen, Fehlgedanke Delta. Und ich habe hier eine hohe Gewinnquote dadurch. Ja, jetzt müsst ihr euch mal. Wie heißt denn jetzt hier das Tool? Optionstrat mal zum Beispiel zur Hand nehmen und euch mal einen Trade reinlegen und mal gucken, wenn ihr eure Prämie habt, eingenommen habt. Jetzt, wie gesagt, in dem Beispiel waren wir jetzt bei 50 Dollar, also 100 dürft ihr verlieren. Dann könnt ihr total vergessen, wenn ihr ein Delta von 16 habt, dass ihr jetzt irgendwie hier 84% Trefferquote habt. Dadurch, dass, wenn der Markt fällt, mal abgesehen davon, dass auch noch die Vola steigt, kommt ihr nicht mal ansatzweise bis zum Strike. Wo auch immer der jetzt liegen mag. Ist ja völlig egal. Ne? Aber normalerweise sagen wir, oh, boah, wir können ja rollen und macht ja nichts und wir haben ja bis zum Strike Luft und wir rollen die letzten 3, 4 Tage vor Expiration und dann ist alles schön, Zeitwert ist raus und alles top. Das kriegen wir aber bei dem 10.000er nicht hin. Beim 5.000er ist rechnet, beim 20.000er kommt auf die Aktie an. Ja, auf jeden Fall seid ihr vielleicht, wenn jetzt der Markt runterknallt, seid ihr mal vom Einstiegs, also wo ihr den Trade startet, bis zu einem 200% Verlust, seid ihr spätestens nach 5 bis 7%, würde ich tippen, schon in den 200% drinne. Das heißt, euer Delta 16 bringt euch gar nichts, weil bis Delta 16 erreicht sind, da seid ihr schon 30 Mal aus dem Markt geflogen, weil die 200% schon längst weg sind. Vielleicht wäre Delta 16 rein theoretisch, wenn es weiter knallt, bei 478% Verlust, aber das können wir ja nicht machen, weil dann ist ja die Regel kaputt und dann haben wir ja noch mehr gelitten. Ne, also hier Obacht von wegen, ja, ich habe ja Delta oder Delta 5, mir kann ja gar nichts passieren, ich habe 95% Wahrscheinlichkeit, dass der Markt aus dem Geld bleibt, also OTM bleibt und nur 5%, dass er ins Geld läuft. Aber das funktioniert nicht, Leute, bei 200%. Das müsst ihr euch halt immer, das habe ich nämlich jetzt neulich auch wieder mitgekriegt, wo mir jemand geschrieben hatte, ja, aber 200% und ich habe ja so und so viel Luft und den hast du überhaupt nicht. Ne? Das Ding kannst du dir ja ausdrucken und übers Bett hängen und dann, das ist Fakt, das funktioniert überhaupt nicht. Und erst recht nicht, wenn die Vola ansteigt und das Vega auch noch gegen euch läuft. Dann ist es ganz noch schneller zappenduster, ne? Also, schon mal vorweg, also auch bezogen auf das Ding, die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Konto innerhalb von nur 200 Trades halbierst, liegt bei satten 20%. Jo,
eine Halbierung ist schon, ne? Da brauchst du 100% Gewinn danach, damit du überhaupt wieder auf Break-Even kommst oder beziehungsweise dahin, wo das Konto mal gestartet hat. Also ist schon eine heftige Kiste. 100% lassen wir jetzt mal weg. Also wir wollen es ja jetzt auch nicht übertreiben. Ne? Ich hätte jetzt auch mal rechnen können, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei 20 oder 30% Loss, also Verlust vom Konto sind. Also die das Konto runtergeht von, sagen wir mal, 10.000 auf 7.000 oder auf 8.000. Das tut ja schon weh. Aber ich sag mal, bei 50%, da haben wir, hat man schon ein bisschen was dran zu knabbern, würde ich fast behaupten. Wenn man dahin kommt, dann hätte man vielleicht doch mal so ein bisschen hier oben am Risiko irgendwie mal gucken sollen. Ja, aber auf jeden Fall, ne? 20%, so sieht das Ding aus. Und wir haben noch keine dramatischen Werte. Was machen wir denn, wenn jetzt der DAX ist ja schon im Crash-Modus, ich glaube, der hat schon bald ein Viertel verloren. Da ist wahrscheinlich bei euch dann auch mit 50% oder bei mir wäre es ja genauso. Ich nehme mich da ja nicht aus. Da träumen wir wahrscheinlich von 50% den nächsten, weiß ich nicht, wie viele Trades. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal, jetzt muss ich wieder eins weiter scrollen. Jetzt gehen wir mal hier in den Kalkulator rein. Und hier ist nochmal der Link. Ich schreibe auch in die Videobeschreibung rein unten. Kopiere euch den dann rein, dann könnt ihr euch den dann direkt rausziehen. Und hier ist das gute Ding. CBFX, hier Cashback, Forex.com, Tools, Risk of Ruin Calculator. So, und hier haben wir jetzt eingegeben, 50%, hier kommt die Trefferquote rein. Also ihr macht jetzt nicht 0,5, das wäre in der Excel-Tabelle. Hier schreibt ihr einfach rein, so, zack, 50, 40, keine Ahnung wie viel. Das Risiko mit einer Punkt, einer amerikanischen Schreibweise, 1,0%. Maximal Drawdown ist auch wieder 50%. Das Payout wird dann wieder geschrieben, wie ich es in der Folie hatte, mit 0,4. Ja, ist ja nichts anderes als 1 geteilt durch 4. Ne? 1 zu 4, ja. Number of Trades habe ich jetzt 200 und da kommt dann hier raus, Risk of Ruin 20%, dann Risk of Peak of Valley. Das heißt nichts anderes als, dass sie von dem letzten Allzeithoch oder ja, von dem letzten Peak, also hoch, auf diese 50% runterkracht, die liegt dann nur noch bei 21,9, weil der Markt ja angestiegen ist. Könnt ihr euch aber hier, glaube ich, auch, ja, ist ja alles beschrieben, einfach mal drin rumspielen. Ja, und jetzt könnt ihr mal zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, das läuft jetzt die ganze Zeit so, jetzt macht ihr mal 300 Trades, ich weiß gar nicht, was ich letztes Jahr hatte, wenn es ein ganzes, kann ja auch mal locker ein ganzes Jahr, es können auch mal 2 Jahre so laufen, ne? Machen wir mal 300 Trades, Gesetz der großen Zahlen, zapp, zapp, da ist euer Konto mal zu 96,7% halbiert. Bei, ne, bei 50% Trefferquote und 0,4er Payout ist halt die Wahrscheinlichkeit eher im negativen Bereich, dass ihr um 50% nach unten kracht. Jetzt wollen wir gar nicht sagen oder gucken, was passiert, wenn ihr 2% oder 1,5 und wie viele von uns oder euch, keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken soll, gehen denn hier auf 2 oder sogar auch mal auf 3% Risiko, je nachdem, wie das Konto halt ist. Und vor allen Dingen, wer von uns hat denn nur, auch nur einen einzigen Trade hier laufen mit 1%? Da sind wir ja mal ganz schnell vielleicht mal bei 5%, die wir im Markt liegen haben. Und alle solche Sachen. Da müsst ihr euch einfach mal komplett, ich habe hier bestimmt eine Stunde vorgesessen und habe mir alle möglichen Kram mal ausgerechnet. Könnt ihr auch mal sagen, so, jetzt läuft es ja mal richtig beknackt. Geht auf 30% runter. So, hier, habt ihr eine 100% Chance in Anführungsstrichen, dass euer Konto sich halbiert. Und dann könnt ihr einfach mal hier sagen, mit, weiß ich nicht, wieder 200 Trades. Ich würde es jetzt aber auch nicht zu niedrig machen. Immer noch 100% oder 100 Trades. 4,6. So, auf jeden Fall, was ich euch sagen wollte, ihr wisst ja, ich erzähle es ja schon seit, ich weiß nicht wie lange, ich habe ja 0,2, 0,3 bis maximal 0,5% Risiko. Entschuldigung, ist ja bei mir Deadline. Jetzt tippen wir das mal ein. Machen wir mal, also wie gesagt, hier Winrate 0,5 wieder. 50%. Risk of Ruin. Risiko per Trade. Ach, jetzt kommt der Hund. Der Nero, jetzt musst du nochmal an die Seite gehen. Nur 0,5% Risiko. Und alles andere lassen wir mal so. Machen wir wieder hier 200 Trades einfach ruhig mal hin. Die hat man ja ratzfatz drinne. Und dann gucken wir mal mit 0,5% Risiko. Und da liegen wir bei, tata, 0%. Bei 300 Trades
Sind wir bei 0,02. Wenn wir 500 machen, oh, dann sind wir bei auch schon wieder 78,9%. Gut, aber 500 Trades, irgendwann weißt du natürlich, oh, oh, der Markt läuft jetzt schlecht, dann trade ich natürlich nicht. Da, ja, wobei 0,5%, da denkt man ja schon mal, ist ja schon eine sichere Sache. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier auch nur 50%. Ne? Wenn ich jetzt 100% hole, und das war ja eine komplette Kontovernichtung, da liegen wir wahrscheinlich ja bei 0%. Aber wenn ihr hier, keine Ahnung, vielleicht mal 3% fahrt und habt dann nur irgendwie 40% Trefferquote und 500 Trades, also da kann man sich schon mal auf sein, naja, sogar 0. Da müsst ihr einfach mal drin rumspielen. Auf jeden Fall geht das Ratzel die Fatzel, dass euch hier alles um die Ohren fliegen kann. Ne? Ihr müsst dann mal wirklich eure Trade anzahlen. Oh, das läuft noch alles hier. Naja, gut. Da müsst ihr natürlich mal realistische Sachen hier eintippen. Vielleicht 5%, kleines Konto, zack, 200 Trades, 40 oder 30%, Markt crasht runter. Keine Ahnung, was da rauskommt, wahrscheinlich 100% sogar 0 bei denen. Na gut, das wird sich dann nach oben hin wahrscheinlich irgendwann dann auch mal ändern. Müsste einfach mal drinnen rumspielen, wie gesagt. Die kannst du, ja, keine Ahnung, was jetzt hier ist. Müsste normalerweise auch mal irgendwann steigen. Aber ich nehme dann lieber halt auch mal realistische Werte. Und ja, ja gut, 100% haben wir jetzt ja auch eingestellt, ne? Und dann, also eine Kontohalbierung ist schon echt heftig. Dann sind wir wieder bei den 20% hier. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Und ich glaube, das war es auch schon. Das haben wir 20 Minuten. Ach nee, doch noch nicht. Ach, jetzt haben wir ja wieder unsere Zusammenfassung. Das ist der Grund, wieso ich oft wirklich nur 0,3 bis 0,5, manchmal sogar wirklich nur 0,2%. Aber in der Regel liege ich irgendwo hier zwischen. Natürlich habe ich auch mal 1%. Aber jetzt in dem Markt momentan, boah, nee, keine Chance. Also, wir reden jetzt von Trades. Ne? Wenn ich jetzt Aktien, ich habe hier eine Allianzversicherung, da bin ich natürlich auch ein bisschen drüber, weil ich mir die andienen lassen will bei 178. Das wäre natürlich 17.800 Euro Andienung. Das wäre schön, wenn das dann nur 0,3% wären vom Konto. Dann hätte ich, könnte ich, glaube ich, in Rente gehen. Also, bezieht sich jetzt wirklich auf reine Trades. Wenn ich eine Aktie haben will, dann natürlich nicht mehr. Dann kommt es auf die Gesamtpositionsgröße zu meiner gesamten Kontogröße an. Also, wie viel machen die 17.000 von meinem Gesamtdepot aus? Wenn es ruppig wirkt, Positionsgröße runter, dann ist keine Zeit für Helden. Das ist der Nummer 1 Spruch hier, mein Lieblingsspruch momentan. ja. Und vergiss bei Ausstiegsregeln nach Prozent, dass du das Delta als treue Gewinnwahrscheinlichkeit nutzen kannst. Denn oft oder meist ist eine 200%-Regel schon nach 5, 6, 7% Rückgang erreicht. Und was bringt? Da weiß ich nicht, da habe ich irgendeinen falschen Fehler gemacht, wollte ich schon sagen. Da habe ich irgendwas vergessen. Naja, nach 5, 6, 7% erreicht. Das ist ja das, was ich eben schon gesagt hatte. Ach, ich hatte eben noch hier drin rumgefuchtelt, weil ich noch was ändern wollte. Naja, egal. Tipp, rechne einfach mal für gewisse Zeiträume deine Trefferquote aus. Ich hoffe ja, ihr habt alle ein Journal. Dann könnt ihr das ja ganz easy ausrechnen. Gewinntrade durch Gesamttrade. Von Zeitraum Februar meinetwegen. Huch, wo bin ich denn jetzt hier? Trefferquote aus und das Payout dann auch ausrechnen und spiele im Kalkulator alle möglichen Situationen durch. Du wirst oftmals erstaunt sein. Wie gesagt, ich will euch nur sensibilisieren, das ist ja so ein tolles neumodisches Wort, dass ihr einfach wisst, dass so 1% oder 2% schon der absolute Killer sein kann, wenn es richtig nach unten rauscht. Und dass ihr euch nichts vormacht, wenn ihr ein Delta 16 Put oder ein 10er oder was weiß ich handelt mit der 200% oder 300% oder 182,7% Regel, da kommt ihr nicht bis zum Strike und demnach ist es auch völlig egal, eigentlich was für eine Wahrscheinlichkeit das Delta euch in dem Moment sagt. Ne? Da müsst ihr euch einfach im Klaren drüber werden. Und ja, jetzt sind wir schon am Ende, 23 Minuten, ich schaff's einfach nicht schneller. Ja, Anregungen und Wünsche bitte in die Kommentare. Mal gucken, was wir nächste Woche machen. Ein bisschen bin ich im Stress, aber ich kriege schon was hin. Hier nochmal ganz kurz unser Seminar. Wenn das Video kommt, dann kommt das Seminar übermorgen am Samstag. Steht ja auch hier am 12.03. um 14 Uhr online über Zoom mit dem Vincent von Freaky Finance.
Und da geht es also richtig zur Sache. Wir haben gerade die PDFs zusammengestellt. Wir sind, glaube ich, schon bei 24 Folien in dem Dreh. Und plus eure ganzen Fragen. Also da geht es richtig ab. Der Freaky hat noch für diese Woche, weil das jetzt die letzte Woche ist, ne, denk mal, bis Freitag könnt ihr euch noch anmelden, die noch dabei sein wollen. Wir sind auch schon eine gute Truppe. Hat noch einen Bonus draufgepackt für die letzten Buchungen mit einem Monat Stillhalterbrief Lite plus das Freaks Depot. Ich denke mal, da stellt ihr euch sein Depot vor, was er alles da drin hat. Das könnt ihr alles bei ihm auf freakyfinance.net nochmal euch angucken, wenn ihr wollt. Ach, ich habe es ja sogar hier oben drin. Na, hier steht nochmal alles, was wir machen. Und ja, könnt ihr euch dann hier anmelden. Ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne sind wir fertig. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich hoffe, euch fliegt nichts Depot um die Ohren. Bei mir ist es schon ein bisschen rot, aber wir haben ja alle einen Plan. Und deswegen schaffen wir das auch. Und hoffentlich ist dieser Scheißkrieg auch irgendwann mal wieder zu Ende, dass mal Ruhe auf der Welt einkehrt. Da wirst du ja wahnsinnig nach 2 Jahren Corona und jetzt noch dieses Theater auch noch oben drauf. Naja, drücken wir mal allen die Daumen, dass es gut geht. Mit so wenig Schaden wie möglich. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, bleibt sauber. Bis dahin, bye bye.